Gemischtes Müsli aus der Tüte mit Früchten. Da scheinen Erdbeeren dabei zu sein. Ganz trocken. Dann noch Milch dazu. Und natürlich Christoph. Mal gucken, den Christoph. Ob das schmeckt? Die Erdbeerstücke sind von der Milch dicker geworden. Aber schmecken die auch nach Erdbeeren? Mal testen. Tatsächlich. Aber wie kann das denn gehen? Die Antwort weiß der Storch. Das ist natürlich Quatsch. Aber hier in Polen gibt es nicht nur jede Menge Störche, sondern auch riesige Erdbeerfelder. Im Juni sind die Erdbeeren reif und können geerntet werden. Erdbeereerntemaschinen gibt's nicht. Erdbeeren müssen von Hand geerntet werden. Einzeln abgepflückt. Und zwar so, dass nichts Grünes mehr dran bleibt. Stück für Stück. Und Korb für Korb. Und Kiste für Kiste. Den ganzen Tag gebückt im Feld ernten, das ist echt harte Arbeit. Da ist man froh, wenn man sich mal aufrichten kann. Mit einem LKW werden die geernteten Erdbeeren noch in der Nacht in die Fabrik gefahren. Da werden sie erstmal gebadet. Und geduscht. Per Fließband geht's weiter. Und dann mit dem Aufzug. In diese große weiße Kiste. Da drin verändert sich der Klang der Erdbeeren. Vorher klingen sie so. Und nachher so. Wir haben mal eine Bratpfanne genommen, damit man das besser hören kann. Aber warum klingen die Erdbeeren jetzt anders? Weil sie tiefgefroren sind. Sehen noch genauso aus, klingen aber anders. Das passiert noch in Polen. In dieser Fabrik in Deutschland geht's weiter. Ganze gefrorene Erdbeeren kommen in die Maschine rein und gefrorene Erdbeerscheiben kommen raus. Da sind sie. Hier werden sie auf Bleche geschaufelt. Eimer für Eimer. Puh, kalt ist es hier. Viele Bleche. Die werden dann in Röhren gefahren. Da gucken die Erdbeeren also sozusagen in die Röhre. Dann werden Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler eingesetzt. Das sind die da. Und die Röhre fest geschlossen. Richtig fest zugeschraubt wird sie, denn da wird gleich die Luft rausgepumpt. So, noch anschalten. Und was passiert jetzt da drin? Unter einer Glasglocke sieht man das besser. Wenn man da ein Glas Wasser reinstellt und mit einer Pumpe die Luft raussaugt, dann passiert erstmal gar nichts. Aber wenn fast die ganze Luft raus ist, dann fängt das Wasser an zu kochen, obwohl es noch genauso kalt ist wie vorher. Das Wasser verkocht bei Zimmertemperatur.
Und genau das passiert hier in den Röhren. Das Wasser in den Erdbeerscheiben verdampft. Das dauert natürlich ein paar Stunden. Wir haben es hier schneller gemacht. Die Erdbeerscheiben sind jetzt nicht mehr gefroren, dafür aber ganz trocken. Kann man auch wieder hören. Das Wasser ist jetzt aus den Erdbeeren raus. Der Geschmack ist noch drin. Gefriertrocknen nennt man das. Jetzt kann die Röhre auch wieder aufgemacht werden. Und wieder gondeln die Erdbeerscheiben durch die Landschaft. Diesmal zur Endkontrolle. Da wird nochmal ganz genau geguckt, ob auch jede einzelne getrocknete Erdbeerscheibe so ist, wie sie sein soll. Und zwar ganz genau. Jetzt können sie lange gelagert werden und man kann Erdbeermüsli aus der Tüte essen, auch wenn gerade überhaupt keine Erdbeerzeit ist. Tja, schmeckt tatsächlich nach Erdbeeren. Guten Appetit, Christoph!